Hi und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Sorry, Model. Zu einer weiteren Aufnahmesession von Hogwarts Legacy. ja, ich habe ja gerade eben heute Nachmittag aufgehört und jetzt ist Abend und jetzt möchte ich nochmal ein, zwei Stunden spielen. Gucken wir uns mal an, was wir schaffen heute. Wir haben bestimmt einige Aufgaben noch. Das verlorene Kind. Natti. Ja, komm, das können wir jetzt machen. Wir schauen. Ach, ich hätte jetzt einfach auf M drücken können, ne? Weltkarte. Hogsfield. So. Gehen wir dahin. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt gar nichts zu trinken am Start. Oh doch, hier ist noch ein bisschen was drin. Wer hier wohl wohnt? So. Wer hier wohl wohnt? Meine Nase. Sie können sich ja gar nicht. Du bist hier. Gut. Ja, ich bin hier und diesmal auch für dich. Wirklich. Ist das Mr. Biggles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Okay, dann machen wir das doch. Wo ist denn Mr. Biggles? Oh. Wieso musste er diesen schrecklichen Mann reizen? Okay. Alles in Ordnung? Wir suchen Mr. Bickle. Mein Mann ist tot. Er hat ihn getötet. Oh, tut mir leid, Mrs. Bickle. Wer hat ihren Ehemann getötet? Theophilus Harlow. Da bin ich mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Wo ist Archie? Oh, 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 oh. Denken Sie, Harlow hat ihn geschnappt? Nein, ich bin sicher, dass es Ihrem Sohn gut geht. Er muss hier irgendwo sein. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Archie war mit seinem Vater zu Hause, während ich weg war. Seine Tasche ist nicht da. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend, wie er es immer tut. Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. In welche Richtung könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Südlich von hier. Er geht nie weit weg, aber wenn er gesehen hat, wie Harlow seinen Vater etwas angetan hat. Ich habe Angst, wegzugehen, falls er wiederkommt. Ja, was wissen Sie über Harlow? Können Sie mir noch mehr über Harlow erzählen? Ach, er ist Victor Rookwoods rechte Hand. Ein erbärmlicher, grauenhafter Schuft. Grausam und blutrünstig. Und warum sollte Harlow ihren Mann getötet haben? Warum sollte Harlow ihren Mann töten wollen? Mein Mann sah sich Harlows Geschäfte genauer an und fand heraus, was er im Schilde führt. Ich habe ihn angefleht, es gehen zu lassen, aber er war überzeugt, dass... Okay. Wir finden den Sohn. Wir finden Ihren Sohn, Mrs. Bickle. Danke. Oh. Was tue ich nur? Naja. Sagen. Wo bist du, Archie? Okay, also... Als ich den Brief zu Officer Singer brachte, erzählte sie mir von Mr. Bickle. Er hatte dasselbe getan wie wir. Officer Singer mit Beweisen versorgt, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich wollte mit ihm darüber sprechen, was er herausgefunden hatte, aber... Es war zu spät. Ja, scheinbar ist das nicht so eine gute Idee, ne? Ich weiß nicht, ob wir das bereuen werden. Können wir auch rennen? Ja, können wir. Was sagt Officer Singer zu dem Brief, den du ihr gebracht hast? Sie hat sich bedankt, aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Schade, dass Hippogreife nicht sprechen können. Wolkenschwinge könnte die nötigen Beweise gegen Harlow liefern. Wir brauchen noch mehr. Okay. Das muss das Versteck von Archie sein, das Mrs. Bickle erwähnt hat. Archie? Archie Bickle? Schwarzer Hybride. Der schwarze Hybride ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehörte, zählt zu den wertvollsten Besitztümern, die Archie Bickle in seinem Versteck aufbewahrt. Okay. Versteck gemacht. Jemand hat hier nach ihm gesucht.
Aber wir klauen dem armen Archie. Einzige Chance, um herauszufinden, wohin er ging. Da! Archies Fußabdrücke. Erst hier lang. Ach da. Wir beklauen den armen Archie jetzt auch noch. Den armen Jungen. Hätten wir Archie nicht längst finden müssen? Wenn er verfolgt wird, rennt er vermutlich weiter. Wenn es wirklich Harlow ist, der ihn verfolgt, kann ich nur hoffen, du hast recht. Männer wie Harlow würden ein Kind ohne Zögern umbringen. Wir müssen Archie schnell finden. Also ich sehe keine Fußspuren mehr, aber sie scheinbar. Ich laufe ihr einfach hinterher. Wolfer, mach dich kampfbereit. Oh nein. Nicht diesem Wolfsrudel begegnet. Habe ich hier noch. Sehen wir uns mal um. Hm, guck mal hier. Mhm. Okay. So. Keine Ahnung, ob wir da schon mal drin waren oder nicht, aber ich geh da jetzt einfach mal rein. Huch, au, au, au. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Zurück zum Auftragsgebiet, sorry. Ey, die sind heute also wie sagt man? Verzeihen einem nichts, so meine ich das. Oh, guck mal hier. Archies Tasche. Warum ließ er die zurück? Er war bestimmt auf der Flucht vor Harlow und abgelenkt. Hier könnte sich Revelio wieder lohnen. Revelio. Okay. Und? Und das heißt? Archie ist hier lang. Warte, ich will die Pilze mitnehmen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Harlow verfolgt Archie bestimmt nicht ohne Grund. Was Archie wohl gesehen hat, hoffentlich nicht, wie Harlow seinen Vater tötete. Davon würde er sich nie erholen. Jedenfalls kann ich es mir nicht vorstellen. Eine Weggabelung. Wir brauchen wieder Revelio. Revelio. Verschiedene Fußspuren. Oh, Harlow hat ihn hier eingeholt. Das ist nicht gut. Sie sind hier lang. Oh, ein Testral? What the fuck? Warte, warte. Oh, fuck my life. Testrale. Sie sind wunderschön. Ah, Mann, komm her. Siehst du auch Testrale? Ich habe den Tod gesehen, als ich 9 war. Und kurz darauf das erste Testral. Das hat mich verrückt. Tut es immer noch. Ich denke, wer wie wir den Tod gesehen hat, verdient etwas Trost. Ja, den haben wir. Guck mal, ob ich jetzt den anderen noch mal erwische. Tut mir leid, dass du in dem jungen Alter sowas erlebt hast. Ich war bei meinem Vater, als er starb. Meine Mutter war nicht da. Ich fühlte mich so hilflos. Es ist schon lange her, aber mir scheint es, als wäre es erst gestern gewesen. Ich sehe ihn noch so klar vor mir. Es geht dir sicher. Mein Vater war ein wundervoller Mann. Gehen wir weiter. Wir müssen Archie finden. Nee, wir müssen jetzt erstmal den Testral fangen. Warte.
Arresto, Moment. Nein! So, die haben gekriegt, was sie verdient haben. Aber wo ist der Testral? Rebellio. Jetzt finde ich den nicht, oder was? Warte mal, ich guck mal, ob der zurückgegangen ist. Oh ja, deinem. Okay, das regt mich auf. Ich wollte den Testral unbedingt haben. Wie befürchtet, sie haben Archie. Sei auf der Hut. Wir dürfen keine Fehler machen. Mhm. Ich hatte nicht erwartet, dass dieses Zelt innen so groß ist. Das macht alles etwas komplizierter. Aber wir schauen uns erstmal um hier in Ruhe. Das hat er doch nicht etwa gesehen, oder? Hier ist noch ein Kind. Lassen wir ihn fort. Was ist da los? Wer ist am ungeschütztesten? Nicht den? Ich bin sicher, da ist er. Hörst du, es war ich. Angst, ich mir. So leicht gebe ich nicht. Sagen, du bist das Büßen. Zack. Noch jemand? Zack. Oh, Echo Mio Fetto Grande, Bruder. Ja, achso, keine Mega-Power-Tränke mehr. Alles klar. Gut, gut, gut. Revelio. Okay, wir müssen da auf jeden Fall gleich runter, aber ich möchte erstmal wissen, ob hier noch irgendwo was ist, was ich übersehen habe. Das zum Beispiel. Ja, kann mir jemand helfen? Mach ich.
Das sieht voll geil aus hier. Mir gefällt das richtig gut. Revelio. Archie? Archie Bickel. Woher weißt du, wer ich bin? Meine Mutter hat uns geschickt. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Nicht so laut, Archie. Tut mir leid. Wir müssen das aufkriegen. Machen wir. Warte. Ich muss mich erstmal umsehen. Ihr wisst, wie das ist. Nur die Harten kommen im Garten. Da oben waren wir auch noch nicht. Ich würde mal sagen, das ist unser Rückweg. Gut, dann. Alohomora. Ja, kommt er raus, oder? Der Mann heißt Harlow. Er hat meinen Vater getötet. Wie schrecklich, Archie. Dafür schnappen wir ihn. Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Jetzt bringen wir dich heim. Wir kennen einen sicheren Weg. Irgendwie sieht das komisch aus. Er sieht nicht wirklich aus wie ein Kind. Der sieht aus wie so ein Miniaturerwachsener. Ich weiß auch nicht. Komisches Model. Okay. Also muss ich da gleich nochmal hin? Oh, Archie, da bist du. Du bist in Sicherheit. Mutter? Oh, Mutter. Vaters Freunde sind in Gefahr. Ich habe meine Entführer darüber sprechen hören. Welche Freunde, Schatz? Mr. und Mrs. Rabe, Mr. Filbert und Otto haben sie auch erwähnt, glaube ich. Oh, ich werde mit ihnen reden. Lauf du schon ins Haus. Ja, Mutter. Die Freunde ihres Mannes könnten in Gefahr sein? Genau wie er. Wie können wir helfen? Sie haben genug getan. Mein Mann war ein mächtiger Zauberer und konnte Harlow nicht besiegen. Nicht, dass dieses Monster auch noch ihnen nachstellt. Na, glaub mal. Es ist Schlimmeres hinter uns her. Dafür ist es zu spät. Ich fürchte, Harlow ist bereits hinter uns her. Dann sollten Sie ihn nicht noch mehr erzürnen. Ich versichere Ihnen, es kann noch schlimmer kommen. Bitte, bitte halten Sie sich fern. Das mit Ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Bickel. Vielen Dank und danke, dass Sie Archie nach Hause gebracht haben. Ich kann Ihnen beiden gar nicht genug danken. Okay. Keine Sorge, Mrs. Bickel. Mein Vater sagte immer, der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Wir sind hier, um einander zu helfen. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Ich will mehr über Mr. Bickels Freunde wissen und warum Harlow hinter ihnen her ist. Oder? Ich sag dir Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Danke für deine Hilfe heute. Ja, gerne. Also ich meine nicht Geschichte, sondern ein schönes Sprichwort so. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Das ist schon cool. So. Okay, ich möchte da jetzt aber nochmal hin. Ist das okay für euch? Aber weißt du was? Wolkenschwinge. Hopp, Wolkenschwinge, hopp! Ich weiß gar nicht, wo das war jetzt. Warte mal, ich glaube, ich brauche die Karte. Moment. Ort alter Magie. Wo war denn das? Hier? Los? Ich bin mir jetzt komplett unsicher. Schatzgewölbe. Sumpfkratlerbau. Straßenköterversteck. Eriecall-Bau. Mittelgroßes Banditenlager. Hier ist es. Da war das. Okay. Würde ich zumindest mal sagen. Ich versuch's einfach mal. Ich werde mal jetzt in die Richtung fliegen und dann gucken wir mal, was wir da hinkriegen.
Achso, ja, genau. Hier war das Ding, wo ich rein wollte, ne? Warte. Nicht landen. Ich kann nicht landen, Alter. Vielleicht sollte ich mich mal bei Falcroft nach Beute holen. Die Schatten spielen mir Streiche. Entweder die Bestie verschlingt dich oder du verschlingst sie. Ich bevorzuge Letzteres. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Vielleicht sollte ich nachsehen. Okay. Ein wilderer weniger in unserer Welt. Das